Ich stehe hier auf der Wikingerinsel Björgu. Da unten ist der Anleger. Wir sind, wie schon so oft, die einzigen Gäste. Die Insel ist bewohnt. Wir haben schon ein paar Leutchen getroffen. Hier leben ja ein paar Schafe und Kühe haben wir schon gesehen. Und es ist einfach die Landschaft super toll. In der Ferne sieht man schon so die ersten, ja, ich schätze mal Fabriken oder so, Schornsteine von Stockholm. Da werden wir morgen hinfahren. So, jetzt bin ich aber gerade ganz aufgeregt auf dem Weg durch den Mälarensee mit seinen wunderschönen Inselchen. Sind wir jetzt mal abgebogen, weil hier das Schloss ist von König Karl Gustav mit seiner Silvia. Und die besuche ich jetzt. Vielleicht lädt sie mich ja zum Kaffee ein. Das wäre klasse. Oh, ist das spannend. Ich würde jetzt am liebsten aussteigen, da reinlaufen und sie suchen gehen. Aber ich glaube, die lassen mich doch nicht rein. Netter Wohnsitz, würde ich mal sagen. Diese gelben Bojen, die man da vorne sieht, da darf man nicht dahinter fahren, weil das wäre dann doch zu gemein. So direkt vor die Haustür. Aber wir sind so nah dran, das ist so schön. Und da ist dann sowieso zu Ende. Da kommt jetzt eine Brücke. Das heißt, wir müssen jetzt wieder umkehren und fahren dann wieder raus. Dem schönen Schloss nähern wir uns nun langsam der Stadt. Können sie nicht aufmachen, die haben irgendein Problem. Da oben stehen dran 11,40 Meter. Er hat gesagt, sie haben 12,80 Meter und unser Mast ist 12 Meter. Und jetzt fahren wir ganz langsam mal drauf zu. Das ist aber knapp. Ich glaube, da geht kein Papier mehr dazwischen. Das ist der Wahnsinn. Abenteuer. Gut gemacht. Wahrscheinlich die Meile hier mit alten Schiffen. Es hat schon was, so durch die Stadt zu fahren. So, wir fahren jetzt auf Gamla Stan zu.
Gamla Stan heißt nichts anderes als die Altstadt. Und unser Hafen wird, glaube ich, genau gegenüber von der Altstadt sein. Das Wetter war heute Morgen noch perfekt. Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein. Und jetzt inzwischen hat sich das bewölkt. Und die haben auch für heute Mittag, haben wir jetzt schon gleich fast 30 Knoten Wind für Stockholm vorausgesagt. Mal gucken, ob das kommt. Jetzt schaukelt es gerade ein bisschen. Das ist die Altstadt. Das erinnert mich jetzt hier gerade an die Landungsbrücken Hamburger Hafen. Das sieht irgendwie so ähnlich aus.